Am letzten Tag der Ferien bin ich über Olten, Biel und Neuenburg auf Genf gefahren. Am Gare Cornavin, so heisst dort der Bahnhof, ist ein junges Mädchen auf mich zugekommen, hat mir auf beide Backen einen Kuss gegeben und gesagt: «Salut Globi, sois le bienvenu. Willkommen Globi, da bei uns zu Genf.» «Oh, sorry Mademoiselle, was, Sie kennen mich? Connaissez-me?» «Bien sûr, Globi, dich kennt man überall. Übrigens, je m'appelle Madeleine.» «Freut mich, Madeleine. Sagen Sie mal, warum haben Sie gewusst, dass ich mit dem Zug komme? Das ist, glaube ich, nicht richtig.» «Ist alles ein glücklicher Zufall.» «Wieso?» «Ich bin Hostess von der Stadt Genf und muss wichtige internationale Persönlichkeiten abholen.» «Aha, und ich bin so eine Persönlichkeit.» «Eigentlich habe ich am Bahnhof einen japanischen Minister erwartet.» «Aha.» «Glücklicherweise, er ist nicht gekommen. Dafür du.» «Bist du schon einmal hier in Genf gewesen?» «Nein. Ich bin schon im Urwald, im Wilden Westen, in der Antarktis, im Weltall und einmal sogar im Nationalpark gewesen. Ja, aber also da zu Genf noch nie.» «Gut, dann schauen wir uns die Stadt an. Komm, wir gehen am besten zu Fuß.» «Ja, zu Fuß. Da sieht man am meisten.» «Die breite Straße, wo wir da durchlaufen, ist die Rue Mont Blanc.» «Aha, und der See da unten, das ist der Lac Léman.» «Richtig, aber wir Genfer sagen ihm Lac de Genève, Genfer See.» «Aha, so ist das.» «Und jetzt, Globi, muss ich mir sagen, was du zuerst möchtest sehen. Die Kathedrale Saint-Pierre oder das Grand Théâtre oder die Université oder das Palais des Nations, der ehemalige Völkerbundpalast, ja, oder...» «Ja, also am liebsten sehe ich den berühmten Genfer Springbrunnen.» «Ah, du meinst den Jet d'eau. Da werde ich draussen im See. Aber leider läuft er gerade nicht. Ist wahrscheinlich in Reparatur.» «Ja, wir könnten ja trotzdem auf dieser Mauer da ein bisschen rauslaufen.» «Ja, natürlich, comme tu veux. Komm, Globi.»